Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind jetzt bei den sandgebeitschten Inseln und wir schauen mal kurz. Hier ist das Ulmakan Leder. Da habe ich nur 46 im Lager. Da brauche ich also noch richtig dicke Watt. Aber ich sehe hier gleich in der Ecke schon mal einen Abbauknoten klein. Den nehme ich doch gleich mit. Irgendwie hier hoch. Weniger einfach, als ich es mir vorgestellt habe, hier hochzukommen. Raus aus meinen Kohlköpfen. Geht doch schon fast. Okay, das klappt nicht Ja, du so. hättest einfach rumlaufen müssen. Ja, Ja, ich okay. sehe schon, ich bin echt super da drin, möglichst. Die kompliziertesten oder komplett Wege zu suchen, so Mensch. Ja, ich bin halt Google Maps 0.1. Ich hatte auch eine andere ins Auge gefasst, glaube ich. Wie viel kriegen wir hier denn raus? So zwei, drei. Ja, einer. Das sieht etwas mehr aus. So, Käferbau. Kann man damit was machen? Bestimmt. Oh, Herz, genau, den Herz können wir machen. Da vorne war das Herz. Doch, richtig. Ja, Korb, Honigwarenkorb. Käferbau. Irgendwas konnte man auch mit dem Käferbau machen, meine ich. Skarabäen zu ärgern hilft auch. Mit dem Reittier rüber hüpfen. Ach, genau, Reittier drüber hüpfen, das war ja. Ah, ja, stimmt. Da gab es ja was. Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Noch einer. Also diese Käfer sind hier echt eine Plage. Aber tun was fürs Herz. Ja. Immerhin. Will ich nur mal kurz wieder aufsatteln. So. Bam. Meine Stärke. Jetzt bin ich leider schon im Kampf. Ja, dann bringe ich dich halt um, wenn du unbedingt willst. Hui. Was? Oder? Hat das bei dir geklappt? Da, hier ist eine Sau.
mit dem Fugennest denn hier? Hier gab es auch das Eiersammeln. Ja, Vogeleinnest da. Oben drauf. Ach, Eierkorb. Okay, alles klar. Hm? Ah, ich habe das Ei woanders hingeschmissen. Und ich habe hier auch woanders hingeschmissen. Ja, ich lege es manuell ab. Ist, glaube ich, bei Eiern immer das die etwas sichere Variante. Habe ich mal gehört. Die Eier bringen so gut was. Au! So, noch ein Ei. Geschafft. So. Okay, hier bringt das Bündel nur 5 Stück. Das ist etwas wenig. Naja. Das nächste Herz. Weiter Richtung Norden. Hier ist noch so ein Abbaulager bei uns. Bei dem. Was? Hier unten. Hier ist noch so ein Abbaulager. Da, ja. Daneben auch. Das hat ihr schon. Bei dem anderen müssen wir etwas an der Küste lang. Und das sind noch recht altige Mithrilader. Ader. Die nehme ich mir noch mit. Kurz Reparaturen einlegen. Und verkaufen. So. Dann gehe ich mal zum. Das, was hier die Jagdgründe. Sollte hier durch. Ja, sieht gut aus. Jagdwilde Raubtiere erledigt. Präriehunde. Bla. Verdächtiger Busch. Natürlich ist Gemüse. Bringt mir doch bestimmt auch Schweine zu erledigen. Gab's hier nicht drei Dinger, die du killen musstest?
War das nicht die Map, wo du drei exotische Tiere oder seltene Tiere töten musstest? Drei Dinger? Ja. Es gibt ja diese verdächtigen Büsche, was... Dann kann ich hier... Ah, diese Gazellen, und die kann ich dann einlocken. Weil hier ist ein fieses, großes... Hier. Wo müssen die denn dann hin? Dann füttert die Gazellen. Ne, die soll ich nur füttern. Mit? Noch so ein fettes Vieh. Oh, hier haben wir so ein sowas wie ein Boss. Elite. Was seid ihr denn ganz? Gott, macht der ganz woanders rum. Ich bin hier. Bei dem komischen Kreis hier. Ui, der ist aber böse. Überleben. Ich will weiter auf dich draufhauen. Mal sehen, ob ich das Vieh alleine gelegt kriege. Oh Leute. Noch ein Event. Ach, da ist noch ein Herz bei euch. Ja, da bin ich ja bei. Noch den Gegner hier erledigen sollte, zum Herz zählen. Also wenn da schon Jagdtrophäe steht und ich hier jagen soll, dann erwarte ich, dass das auch dazu zählt. Oh. Erwartet ihr etwa, dass ich das glaube? Ah, Nana ist auch da. Ist noch mal was Dickes. Was soll ich damit machen? Gazellen damit füttern. Ach so. Wir haben auch noch ein zweites großes Jagdziel. Hier hinten. Den dicken Ochsen hier.
Okay. Wo bleibst du hin? Die vielleicht lohnt sich auch eher der Kleinschiss. So, jetzt. Den Dicken brauchen dann doch ein bisschen Zeit. Ihr Sterblichen tut so, als seid ihr zivilisiert. Worte sind nichts als Verrat und Lügen. Oh, ich will euch füttern und ihr greift das Vieh da jetzt an, ey. Toll, jetzt ist mein Klumpen weg. Ihr seid auch Viecher, ey. Das ist noch so ein Abknoten. Ja, ich frage mich, was ich mit den Präriehunden machen soll. Die konnte ich bisher noch nicht treffen. Also Bogen bringt mir da irgendwie nichts. Reichen, dann einmal schießen, okay. Ausgewichen. Konnten bisher immer ausweichen. Hier ist nochmal. Ist nochmal hier. Den Busch. Sehr schön. Füttern. Genau. Das. Ich im Gras tarnen kann, hatte ich mitbekommen. Aber auch ein Bogenschuss geht dann immer ins Leere, wenn ich daraus dann schieße. Hier ist da hinten nochmal. Warum bin ich denn nicht getarnt? Jetzt. Bin ich getarnt? Nee. Ich hab nur das Warzenschwein getroffen. Naja. So, was sollst du denn machen? Diese Präriehunde. Die soll man ja auch angreifen. Dann, die kleinen Viecher? Und du kommst ja auch in Tarnung rein, wenn du im hohen Gras bist. So ist er nicht. Hast recht. So. Jetzt will ich hier noch ein bisschen das freiliegende Map-Währung abgrasen. So, da haben wir zwei Herzen. Die anderen beiden Herzen sind eins und andere Herz. Weil aus der Reichweite. Zivilisiert. Ey. Worte sind nichts als Verrat und das geht der Herz nicht. So, noch eins, zwei Viecher. Eins ist dann bei der Aminogel-Lager. Ah. Naja. Der Herz ist voll. Juhu. Mal sehen, vielleicht gibt hier auch diese Events ein bisschen. So, ist noch ein Herz. Vier Stück gibt's nach Karte. Au.
Au, ich kriege hier richtig auf die Fresse. Inanna hat schon was gepostet. Ja, da ist noch ein Herz. Ich wollte jetzt nur kurz hier mal das Event. Aber ich habe zu viel Kleinvieh angelockt und kriege gerade. Das tat weh. Diese Drecksgazellen hier. Okay, gibt aber keine. Was meinst du mal mit den Kristallen hier? Ich komme auch gleich zum Lager. So lange her, ey. Meine Güte, war das viel nervig. Nur weil ich es aus Versehen angegriffen habe. So, an der Stelle aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.